Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Marsch. Heute wird nochmal fleißig verkauft. Und zwar Paletten. Viele Paletten. Wir haben mittlerweile gut verkauft. Wir haben noch 300.000 Stroh oder Hackschnitzel drin. Und die verarbeiten wir in Palettenweise für Pellets. Und da ist aktuell erhöhte Nachfrage für Pellets für Heizkraftwerk. Und da fahren wir so aktuell fleißig mit LKW rüber. Ja, ne. Laufen mit Gas geht nicht. Zum Glück ist die Entfernung nicht so groß, daher ist es eigentlich schnell machbar, also aber wir müssen halt es halt fahren, ne? Ein Lohnunternehmen, der das machen könnte, ist hier nicht vorhanden. Auch keine KI. Aber gut, das machen wir alle alleine, ne? Zur Not. Die Millionen verdienen wir uns alleine. Ja, fast, ne? Also ich habe noch gehabt 55.000, mittlerweile habe ich schon 455 pro Anhänger, fast 100.000. Nicht ganz, aber fast. Und bei höherer Nachfrage hast du ja den konstanten Preis. Der Welt bleibt dabei. Und wenn ihr das nicht hast, dann ist irgendwann ein Preisverfall zu sehen, da geht es dann runter, ne? Aber die zahlen halt gut, ne? Da können wir nicht nein sagen. Es ist zum Glück schon noch einigermaßen hell. Aber wie gesagt, das ist jetzt eine Frage der Zeit, dann wird auch dunkel. Also jetzt haben wir schon 5:30. Eine Stunde weiter, ich weiß nicht genau, aber also das wird nicht mehr lange hell sein, also die Lichter gehen schon an hier überall. Na, es juckt mir auch. Kopf auch. Das ist meine heutige letzte Folge. Für die Marsch. Vielleicht mache ich noch ein, zwei Folgen. Oder drei vielleicht. Mal sehen, wie ich Lust habe. Die Ausdauer habe, 7D2D. Ich habe da jetzt schon einen riesigen Vorsprung in Anführungszeichen. Nennen wir es gut oder schlecht. Ich meine, irgendwann kommt mal der Zeitpunkt, wo ich dann die Zeit fehlt. Dann bin ich froh, wenn ich das habe. Aber mehr wie zwei Folgen pro Tag möchte ich nicht einsteigen. Das wird dann am Ende doch zu viel. Auch für den Zuschauer wird es dann zu viel, weil eine Stunde ist schon recht lang, aber ich komme halt so schnell voran, ne? Ich überlege mir aber auch schon, ob ich da ein viertes Spiel anfange, aber dann halt die 7D's Folgen dann entsprechend zu reduzieren auf 7 Folgen pro Woche und eine weiteren Let's Play, aber auch so ähnlich mit Überlebenskampf, ne? Da muss ich aber noch überlegen, also da bin mir noch nicht ganz, habe ich noch nicht entschieden, sagen wir so. So, na U nicht, R, Junge, R. Weil er lädt gleich auf, ne? Aber das Ende ist nahe, also die Folge denke ich mir noch aufladen. Entschuldigung. Aber ich denke mal, das wird auch gut, ne? Denke mir, wird es verstehen, dass ich jetzt hier Geld verdienen möchte. Zumal durch einen guten Preis, ne? Sonst wäre das sicherlich mit zwei, drei LKWs in einer Folge
mehr als genug. Ne? Also da hätte ich auch die Ernte weitergemacht mit Kartoffeln und Rüben. Aber das machen wir dann halt morgen. Beziehungsweise die Nacht beginnt. In der Nacht, sobald wir Holzverkauf, also Tierverkauf erledigt haben, geht es hoch auf 30, sobald es recht dunkel wird. Ne? Aber den Verkauf würde ich noch eigentlich noch durchziehen. Heute nach Möglichkeit. Und wenn hier alles geht, müssen wir noch in der nächsten Folge mal ein, zwei Folgen Fuhren fahren, aber schauen wir mal, dass wir das hinkriegen. Natürlich kann das sein, dass er jetzt mit der Nachfrage noch beibleibt. Und wenn das Lager dort leer wäre und es wird nachts auf 30 entsprechend wieder voll produzieren, ja, dann muss man sich überlegen. Ne? Vielleicht hole ich mir auch einen Anhänger, der doppelt laden kann, ne? Der 40 Paletten holen kann. Die Option habe ich ja auch noch. Die müssen ein bisschen weiter dichter ran, also es, und vor allen Dingen gerade. Sonst verkauft er nicht alles. Das müsste gehen. Ja. Dann können wir nämlich irgendwann anfangen mit der Malzfabrik. Die beliefern mit Getreide, was da gerade gewünscht ist. Ne? Und dann können wir entsprechend auch die Brauerei bauen und dann können wir da entsprechend Paletten bringen und auch Getreide, ich denke mal Weizen und Gerste. Ich weiß nicht genau, ob die mal ganz kurz gucken. Gebäude. Brauerei. Die Brauerei. Ja, und Malz, ne? Ich meine, die Brauereien machen Stellen mit Malz eigentlich mal ganz vorsichtig und sagt alleine her. Aber Apfelanlage, Heu. Die soll ich auch noch mal machen, ne? Aber ob das jetzt klappt im Winter, weiß ich nicht. Dünger wäre auch noch interessant. Käserei. Kalkwerk, Klärwerk, Kiesgrube, Malzfabrik. Malzfabrik braucht. Achso, das ist die Endergebnis. Also, es könnte sein, rein theoretisch, das Schweinefutter, das ist Malz, das ist dann hier Wasser und vielleicht können wir darauf verzichten. Ich würde es einfach riskieren. Dann sparen wir uns einige hunderttausend ein. Die Brauerei ist ja hier Wasser und Wasser und kommt kein Schweinefutter raus. Aber das wäre dann auch egal. Also die vier Sachen liefern und das werden wir bekommen. Hier kann Gerste und Weizen haben mit Hopfen und Wasser. Ach, Hopfen wird es sein. Das Hopfen sein. Hm, ja gut, das ist ja im Grunde 58.000 haben wir fast, ne? Ja, dann morgen früh dann ja, so nächsten Folge dann die Brauerei aufbauen, ne? Und zwar da, wo sie eigentlich immer gestanden hat. Stammzuschauer werden es ja eigentlich wissen vor der Marsch. Und ich möchte es auch so haben, dass sie dann da wieder steht. Weil der Platz ist dafür irgendwie vorgesehen. Ist Anführungszeichen reserviert und dann werden wir da auch hinstellen. Dann werden wir die Malzfabrik erstmal nicht bauen. Denn das werden wir nicht brauchen, ne? Denn die Brauerei stellt mal ihr Malz für Bierbrauerei, fürs Bierbrauen eigentlich selbst her. Das muss ja eigentlich frisch erfolgen, das kann man ja auch nicht groß transportieren, ne?
Der Trainer geht nicht raus hier. Das ist natürlich. Probieren wir was anderes, das außerhalb geht. Dass da hier auch entsprechend Platz wäre. Normalerweise ist er zum Aufladen egal, ne? Ja, das ist mir egal. Schauen wir gleich drüben. Die Straße kommen. Müsste man hier nur irgendwann mal eine Straße bauen, ne? Zumindest versuchen, ne? Werden wir im Winter machen. Den Baum werden wir fällen, ne? Und dann geht das hier eine Straße lang. Er meldet ja morgen noch trocken, wettermäßig an und dann ist es ganz gut so. Dass wir noch einen Tag Zeit haben. Ja, wenn ich überlege, in so viel Position Arbeit hätten, theoretisch, ne, dann wir da nicht mal 6 Tage bleiben. Ne. Ich bin mir jetzt nicht ganz flüssig dabei. Was meint ihr? Wir haben ja noch einen Tag Zeit in Game, also einen Tag würde ich noch spielen, also eine Session. Sagt mal eure Meinung dazu. 6 Tage oder 3 Tage, was würde ich besser finden? Weil bei 3 Tagen schaffst du ja deutlich mehr Tiere, ne? Und du musst ja auch Zeit haben wegzufahren, ne? Und das ist ja dann schwierig, sagen wir so. Ich meine, gut, muss mal schauen. Tiertransporte und U ist abladen. Z. Jo. Ja, eine Fuhre schaffen wir noch. Weil dann können wir auch mit der Brauerei richtig einsteigen. Ja, da müssten wir eigentlich schon mal morgen komplett die bedienen, ne? Dass das dann läuft, ne? Ja, können wir auch nachts fahren im Dunkeln, ne? Ja. Muss man dann machen, ne? Wenn wir die heute noch bauen könnten, dann können wir die nachts noch liefern, ne? Wasser ist ja kein Problem. Wasser haben wir Tank da. Wassertank. Der weiße. Steht ja bei den Schweinen. Und der LKW mit dem blauen Anhänger ist bei der Rüben beschäftigt. Den können wir ja notfalls dann kurz nehmen und dann liefern halt, ne? Leerpaletten können wir auch gleich entsprechend hier erzeugen und dann hinfahren, ne? So. So. Flackert. Durchsichtig. Aber ich finde mit den platzierbaren Gebäuden super. Natürlich ist das, wenn das Gebäude vorhanden wäre und man müsste dann kaufen, dann wäre das auch okay, ne? Es gab es ja mal einen 17er, glaube ich, oder 15er, so ein Mod, wo man im Prinzip es kaufen musste, um das betreiben zu können, ne? Ist fast leer. Machen wir eigentlich nächste Folge noch eine Folge, noch in einer Palette verkaufen. Und dann haben wir mal richtig Geld verdient.
Die Brauerei wird entsprechend auch wieder Geld bringen, in Anführungszeichen, ne? Regelmäßige feste Einnahmen. Und vor allen Dingen gibt es stabilere Preise als bei Getreide so, ne? Denn die Veredelung kostet auch ein bisschen mehr Geld. Und dann können wir bald Milch verkaufen. Dann können wir auch eine Käserei bauen, ne? Aber das ist, wie gesagt, muss auch bezahlt werden, ne? Aber die Milch, die haben wir bald. Wird ja auch bald kommen. Im Frühjahr, denke ich mal, die ersten Liter Milch wird es geben, ne? Die ersten Kälber. Im Frühjahr werden wir auch die ersten Schweine verkaufen können. Schlachthof ist natürlich ein Wunsch, ne? Ja. So, liebe Schauer, jetzt wird noch kurz verkauft und dann haben wir die Folgen wieder drin für nächste Woche. Dann sage ich mal gleich mal schon mal Tschüss und Winke Winke. Ciao, ciao. Ich danke fürs Reinschauen. Ja, jetzt mal ganz kurz, ne? Verkaufen. Und dann bauen wir gleich die Brauerei, ne? Die ist ja hier vorgesehen. Hier natürlich nicht. Hier kann man Diesel verkaufen. Rapsöl. Entweder da oder da. Und da. Die Brauerei ist ja hier vorgesehen. So, wir haben jetzt hier. Es fehlt ein bisschen Geld, okay. Wir kaufen das nächste Mal oder nächste Tour. Dann sage ich trotzdem erstmal Tschüss und Winke Winke. Ciao, ciao. Danke allen fürs Reinschauen und fürs Liken, Abonnieren. Und hin und wieder mal kommentieren. Ist okay. Lieber einmal mehr als einmal zu wenig, denke ich mal so, ne? Aber auch nicht betreiben. Ne? Also, ihr wisst, was ich meine. Dann seid mal Tschüss und ciao, ciao. Und nochmal danke fürs Reinschauen. Tschüss.